Wie wird es wohl in Deutschland weitergehen? Oh, das ist eine Hammerfrage. Ganz kurz. Das ist die Frage, die ich mir häufig stelle und die ich mit allen berede. Wenn wir über Deutschlands Zukunft sprechen, dann müssen wir verschiedene Dinge verstehen. Als erstes, ein Land hat Vorteile, wenn es Technologievorteile hat, wenn es da Fortschritte gibt. Es hat dann Vorteile, wenn es staatliche Gründe gibt, warum ihr in ein Land gehen solltet. Keine Ahnung, Steuerersparnisse etc. Überlegt euch das, wo Länder abwandern können. Subventionen können Anreize sein. Und dann sind es aber andere Assets, wie beispielsweise, wie klug ist die Bevölkerung? Schaut euch einmal die IQ-Map an, damit ihr sehen, Menschen in China haben einen höheren IQ als beispielsweise in Deutschland. Man sagt, sie sind aufnahmefähiger, fleißiger, nehmen eine andere Arbeitsmoral. Im Umkehrschluss geht ihr jetzt in ein südamerikanisches Land. Ich habe dazu verschiedene Bücher gelesen. Wie kommt es dazu, dass es in Deutschland so viele Innovationen gab und dort nicht? Es gibt verschiedene Ansätze. Ihr dürft nicht über alles davon offen sprechen. Aber es ist nun mal so, der durchschnittliche Deutsche, ihr seht das an den ganzen Entwicklungen, an den ganzen Erfindungen, der ist schon sehr, sehr kompetent. So, jetzt sorgen wir dafür, dass wir durch Fehlanreize etc., dass wir dieses Land erstmal deindustrialisieren. Es wird weniger Geld geben, es wird Preisansteigerungen geben und dann ist die Frage, wie man damit umgeht. Ich sage euch, was ich sehe. Ich sehe einen Rechtsruck. Wie gesagt, wir hatten das gerade in Sonneberg. 47% wählen die AfD. Es wird das erste Mal, obwohl es keine Koalition gibt, es wird bald dazu weitergehen, dass die AfD die Regierung stellen wird, wenn sie weiterhin die relative Mehrheit kriegt. Aber bei all diesen Dingen denke ich, es wird als erstes passieren, dass Deutschland einen Rechtsruck hat und dann gibt es ja verschiedene Forderungen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich habe mir das angeguckt, ein Martin Sellner beispielsweise fordert ja Remigration. Das heißt, dann ist die Frage, wer sollte Deutschland verlassen, aber ich halte all diese Dinge für gar nicht so unwahrscheinlich. In der Beschreibung findet ihr eine Anleitung, wie ihr mit YouTube schnell Reichweite und ein Nebeneinkommen aufbauen könnt. Der Kurs ist für kurze Zeit um 95% reduziert.